Hey Leute, Mick hier. Heute, ihr seht schon, zeige ich euch, wie ein Megalania zähmen könnt, aber zuerst mal ein paar Worte zu den Fähigkeiten. Ist an sich ein nicht so spektakulärer Dino, solange ihr, wie ihr jetzt hier seht, geile Wände hochläuft. Ihr seht, der kann einfach straight Wände hochlaufen. Was ihr dafür machen müsst, also normalerweise ist das so, wenn ihr dann rechte Maustaste drückt, guckt er nach oben, ab dann könnt ihr Wände hochlaufen. Das war bei mir jetzt schon voreingestellt. Vorher läuft da keine Wände hoch, aber dann müsst ihr einfach straight drauf zugehen. Und ihr seht, ihr könnt die steilsten Wände und Vorsprünge einfach straight hochlaufen, was den Megalania eigentlich ziemlich geil macht, je nachdem, in was so einem Torama sich vielleicht begibt. Es ist etwas schwieriger zu steuern auf den Wänden. Aber ihr könnt genauso auch wieder runtergehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht mal abstürzt. Ich benutze ihn selber nicht so oft. Aber ihr seht, eigentlich ein relativ cooler Dino. Kann man auf jeden Fall mal mit in sein Zuhause aufnehmen. Aber kommen wir jetzt erstmal zu den Stats. So, zum Betäuben könnt ihr eigentlich alles nehmen. Bogen vielleicht nicht, aber zwischen Tranktas und Crossbow gibt es keine großen Mengenunterschiede. Extraordinary Kibble, also das Türkise braucht ihr für den. Ansonsten Hammelfleisch oder normales Fleisch. Von normalem Fleisch braucht er schon deutlich mehr. Kann getragen werden von allem außer vom Menschen und spawnt auf allen Maps außer Valguero, Aberration, Genesis Part 2 und auf der Mobile Version. Difficulty würde ich jetzt einfach mal einen Teil von 5 Punkten geben, weil er echt nicht so schwer ist. So, kommen wir zum Zähmen. Viele wird es überraschen, ich spawn mal hier ein. Er ist relativ groß, schnell und angsteinflößend, sag ich mal. Aber ihr könnt ihn einfach bowlern, ob man es glaubt oder nicht. Also Bowler funktioniert. Genauso wie die Netgun und natürlich auch Bear Traps, die ihr benutzen könnt. Müsst ihr etwas aufpassen, weil er kann euch infizieren. Ach nee, Bear Trap. Nee, vergiss, was ich gesagt habe. Bear Trap funktioniert nicht bei ihm. Das war das Komische auch an ihm, dass er von der Bowler affected ist, aber nicht von der Bear Trap. So, ansonsten, Signs funktionieren tatsächlich auch. Auch komisch, weil er relativ, ich sag mal, klein ist. So, jetzt ist er stuck da drin. Also auch eine super einfache Möglichkeit, ihn zu zähmen. So, ansonsten funktioniert auch die klassische Trap, die ich in jedem Video benutze hier, wo der Dino damit gezähmt werden kann. Also einfach 2x2 Fläche mit Doorframes und einer Rampe. Und dann ist er hier drin auch stuck und ihr könnt anfangen, ihn zu zähmen. Oder ihr könnt auch so wie hier einen kleinen Pillar bauen oder halt einen Klippenvorsprung nehmen oder sowas und einfach Highground benutzen. Natürlich jetzt nicht so ungünstig wie ich hier draufklettern, sondern etwas eleganter vielleicht. So, muss auch nicht mal so hoch sein, weil das Megalania kommt echt nicht hoch. Also von hier aus oben kommt ihr dann auch easy dran. Und ansonsten könnt ihr dann auch einen Petri nehmen zum Beispiel. Da vorne haben wir einen. Ah, ich gehe da mal auch einen neuen spawnen. So, hier haben wir jetzt mal einen Megalania und ob man es glaubt oder nicht, ein Petri kann ihn tragen. Also das, oh, jetzt habe ich meinen gegriffen hier. Ja, so. So, jetzt haben wir ihn und wir droppen ihn in die Tamebox und da kommt er auch nicht mehr raus. Ihr braucht jetzt auch nicht so eine große Tamebox, wie ich habe. Reicht auch eine kleinere, aber da könnt ihr dann jetzt auch anfangen ihn zu zähmen. So, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.